Release Date, Red Flag, Frauen in der Formel 1, zwei neue Strecken und vieles mehr. Das ist nur weniges, was man im Trailer gestern erfahren hat. Ich freue mich extrem, ich bin mega hyped und ich hoffe, ihr seid. Seid es auch, denn wir gucken uns heute den, ja, ganz lächerlich 1 Minute 49 Trailer von EA Sports an zum neuen Game und ja, natürlich erfahren wir auch am Schluss, wann das Game endlich online kommt und es ist, oder endlich verfügbar sein wird. Los geht's mal und hier haben wir schon mal Imola, eine sehr tolle Strecke, kennen wir aber schon und da ist auch das neue Cornersport Racing Team. Ich denke mal noch, oh mein Gott, Las Vegas, oh mein Gott, Max Verstappen natürlich. Der Team-Principal und auch auffällt mir auf jeden Fall, dass die Grafik unnormal gut ist. Hier, ja, da auch natürlich, ja, Katar, ja, als neue Strecke und hier dann Cornersport Racing. Das wird hier mit dann auch den weiblichen Charakter im Game und die wird auch Formel 2 und auch, ich denke mal, für das neue Cornersport Racing Team fahren, denn ich denke mal, hier werden wir ins Spiel kommen und mit der Frau fahren dürfen. Das wird unsere Teamkollegin. Da haben wir auch das neue Lenker gesehen. Das kommt ganz random jetzt hier rein. Charles Leclerc. Ich habe zwar das schon gesehen, auch mit dem Hochhaus hier und so, auch dass dieser Pullover im Game sein wird, aber warum der jetzt in einem offiziellen Game Trailer ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, aber es ist cool. Es wirkt hip, es wirkt neu und natürlich mit Cornersport Racing hat man im Breaking Point eine komplett neue Ader. Hier an der Reifen, das ist natürlich bitter, wenn der vergessen wird. Und dann geht's ja, oh mein Gott, Red Flag. Und hier haben wir es nun, rote Flagge, Leute, seit F1 2013 nicht mehr im Game und jetzt wird es wieder drin sein. Ich freue mich extrem und ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich. Weiter geht's hier. Das ist Darren Butler, unser Teamkollege, der es uns vermutlich nicht einfach machen wird. Auch schöne Posen hier. Ich hoffe natürlich, dass es nicht immer die Standardposen sind. Und eines hoffe ich noch, bevor wir das Interview von Max Verstappen sehen. Ich hoffe, dass man, wenn man ein Bruder ist und so, die Teams nicht wieder drei Zwillinge haben. Dieser Schwarzhaarige hatte zum Beispiel vier Zwillinge da unten. Ich hoffe, dass mehr Detail oder mehr Liebe ins Detail gesteckt worden, weil das ist echt sehr, sehr erbärmlich, teilweise echt. Natürlich, pushing to the limits. So, und hier dienen sich, da hat man auch direkt gesehen, das neue Lenkrad, also das ist jetzt komplett überarbeitet worden. Hier sieht man es gleich nochmal und ja, das ist natürlich toll. Für alle, die das Game schon länger spielen, die wissen auch, dass gerade am Lenkrad nicht immer viel Wert auf Detailgetreuigkeit gelegt worden ist und auch generell hat man nie viel Wert auf Detailgenauigkeit in der Box. Also wenn du da zum Beispiel auch den Teamchef jubeln gesehen hast, war immer Monaco im Hintergrund. Und ich hoffe natürlich, dass man so diese Sachen, über die sich die Formel 1-Fans eigentlich schon, oder die F1-Fans, F1-Game-Fans schon länger aufregen, dass sie, ja, ich finde schon mal cool, dass mit der roten Flagge und so uns entgegenkommen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Schöner Zusammenschnitt und toller Cut natürlich, Verstappen ist der, wow, der Cut war voll, das ist einfach richtig toll. Und hier erfahren wir dann noch endlich, wenn das Game rauskommen wird, hier haben wir es, out June 16th, also am 16. Juni, pre-ordered, dürfen schon drei Tage vorher zocken, das bedeutet 13. Juni, viel, viel früher, als manche Leaker gedacht hätte, aber ich glaube, ich habe auch auf anderen Social, also ich glaube auf TikTok habe ich schon gesagt, zwischen 13. und 20. Juni wird es wieder kommen. Und so ist es dann auch geworden. Sehr, sehr cool. Hype ist auf jeden Fall real. Kauft ihr auch das Game? Ich werde mir vermutlich oder hundertprozentig die Ultimative Edition holen. Also diese Champions Edition. Ziemlich genial. Schönes Cover. Schreibt gerne unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Und ja, was euch noch einfällt. Ja, ich glaube, das war's eh schon. I'm hyped auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Später oder auf TikTok später. Und ciao. Up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick.